Das ist Schützi TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it. Bingo, magst du was sagen? Nein, besser sage ich nicht. Ich bin zu. Zu emotional. Ja, besser sage ich nicht, mein Freund. Bingo, brauchst du einen Ball? Winti gegen Biel. Nicht ein wahnsinnig hochstehender, aber ein spannender, ja sogar ein dramatischer Göppmatch. Die grossen Chancen und Szenen vor dem Goal haben aber lange Zeit auf beiden Seiten gefehlt. Kurz vor Schluss hat Christian Fasnacht den Siegtreffer auf dem Fuß. Doch es kommt zur Verlängerung. 112. Minute. Der Auftritt von Bengo. Mehr als 100 Minuten hat er frustriert auf der Ersatzbank hocken. Und nur eine Minute später macht der Bengo seinen Ruf als Göttheld alle Ehre. Mit einer rechten Portion gut im Bauch schießt er den FCW ins Achtelfinale. Zumindest haben das alle gemeint. Aber wie so oft in letzter Zeit, zwei Minuten vor Schluss passiert. Aus unserer Sicht allerdings hat man nicht genau gesehen, wie die Bieler ausgeglichen haben. Einer aber ist dabei gewesen. Matthias, du hast zwei, drei Big Saves gehabt und die Mannschaft überhaupt im Spiel gelassen. Und dann ist die 119 Minuten gekommen. Was ist da passiert? Ja, ich sehe den Ball in der Luft und ich weiss, es ist mein Ball. Ich gehe überzogen und mit der Entschlossenheit zum Ball. Ich habe den Ball und der Stürmer kommt und ich sage, er geht nur im Mann. Jetzt hat er auch gerade nach dem Spiel gesagt, er ist nur im Mann, aber er sagt selber, es ist faul. Und da die exklusiven Bilder von der Schützi TV Goalkamera. Der letzte Angriff, der Paiva vergibt. Penaltyschüsse. Für Winti fängt der Neuzugang aus Lausanne an. Guillaume Katz. Sorry für das Wortspiel. Aber der Penalty war wirklich für Katz. Ein altbekannter, der Beckferati für Biel trifft. Als nächster der Vize-Captain. Der Patrick Schuller. Souverän. Für Biel trifft der Thibaut Gorbas. Er war einer der auffälligsten in diesem Spiel. Der Dunahan Cicek. Er lässt sich durch den tanzenden Bieler Goalie nicht ablenken. 2:2. Aber Biel hat noch einen Schuss zu gut. Und der Cololi trifft. Der größte Kilometerfresser beim gestrigen Spiel, der Sandro Foschini. Auch der Maurice Bunda hat schon 20 gespielt, er trifft zum 3:4. Langsam wird es eng. Der Joao Paiva. Abgeklärt. Das ist der Joel Kamber. Vor 6 Jahren ist er U17-Weltmeister geworden.
Pfosten. Es bleibt beim 4:4. Es sei nicht sein schwerster Penalty gewesen, hat Patrick Bengondo nach dem Spiel gemeint. Körperlich und geistig noch frisch, verlässt er den Bieler Goalie nach Strich und Faden. Regeltechnisch grenzwertig. Jetzt Spiel respektive der Valentin Ayo unter Druck. Er muss treffen. Tut er aber nicht. Winti ist er in die Weite. Bei der Feierlichkeit in der Bierkurve fehlt aber einer. Der Patrick Bengondo da ganz weit hinten schlicht vom Feld. Zurück in die Kabine. Hast du noch nie ein Penalty-Schiessen gewonnen? Ja, ich habe kein Penalty gegeben, aber trotzdem ein Penalty-Schiessen gewonnen. Das ist ja noch speziell. Auch ohne Captain. Verdiente Applaus für das Team der Fans. Wo dann die Mannschaft schon vom Platz gegangen ist, lässt sich der Göppheld Bengondo allein feiern. Schade. Fußball ist doch eigentlich ein Mannschaftssport. Hallo zusammen. Gestern haben wir einen schwierigen Match gehabt. Zum Glück hat geklappt. Wir haben das geschafft als Team. Ja, Emotionen waren hoch hier gestern. Und nach dem Match war es wichtig für mich, schnell in die Kabine zu gehen und alles rausnehmen und dann zurückkommen. Für mich verabschieden bei Fans. Leider hat ein paar Leute haben schlecht interpretiert, war nicht gegen mein Team, weil wir sind ein Team. Wir sind ein Team, wir haben das als Team geschafft und wir werden weitermachen als Team. Wir haben das gleiche Ziel und ich bin ein sehr emotionaler Typ und von außen war es wirklich schwierig zu warten, bis dieses Tor kommt, bis wir können diesen Sieg endlich auf unserer Seite haben. Darum bin ich schnell in die Kabine gegangen. Und nachher konnte ich mit den Fans verabschieden. Leider konnte ich nicht mit meiner Mannschaft. Und ich kann sofort sagen, sorry zu meinem Team, dass ich war nicht mit euch da zu diesem wichtigen Moment. Ja. Danke, auf Wiedersehen.